Übrigens, da die ja eh überall hier durchlaufen. Wie wär's, wenn wir einfach mal wirklich diese Zwischenpots hier, ne? Weil hier werden noch mehr Rhinos kommen. Überhaupt Viecher. Dass man hier vielleicht noch, hier wo ich stehe, irgendwie noch ein... Keine Ahnung. Ein Gatling vielleicht dazu hinstellt, weil da kommen auch die Viecher noch oder so. Obwohl Gatling ich jetzt nicht als geistige, die ganzen gepanzerten Viecher ist. Ja, ich meine, rein theoretisch kann da ja die aussehen. Ist jetzt aber nicht gebufft. Konzentriert. Doch, hier schon, meine ich. Okay. Gerade noch so, ne? Da hat sie eh eine bessere Position. Eben. Sogar eine perfekte Position eigentlich. Ja, umfasst eigentlich das ganze Spielfeld. Ja. So. Gut. So, wir haben noch eine Plattform zum Hinstellen. Ich überlege gerade, ob wir noch... Zwei Plattformen zum... Oder, achso, meine, ja. Ich habe ja nie eine aus irgendeinem Grund. Ja, das ist seltsam, aber gut. Ich überlege gerade, ob man noch vielleicht noch... Keine Ahnung. Ich habe halt nur den Raketenturm sonst noch. Oder die... Und die Gatling, die noch Sinn machen würden, aber... Ja, schon, du hast noch Geld. Eben. Deswegen dachte ich, da wo ich stehe hier einfach, weil wenn man mal schaut, die läuft auch so eine Linie dran vorbei. Moment, wo stehst du, da stehst du. Wir wissen, dass die Rhinos eigentlich auch hier lang gegangen sind immer. Ja, doch. Würde ich allerdings eher hier auf die andere Seite platzieren. Sicher? Ziemlich, ja. Wie du meinst? Gatling einfach, oder? Ja, weil die Rhinos sind hier durchgekommen, auf der Seite. Jetzt Schnorchler, Rhinos und so weiter. Ich nehme die Schnorchler. Die verrecken doch fast von selbst, aber okay. Ja, eben deswegen ja. Damit sie eben wirklich ganz von selbst verrecken. Und ich kann den Schaden ja aushalten. Zumindest am ehesten. Schwämme. Dann werde ich wohl höchst. Dann werde ich mich von dem Rest kümmern müssen. Ich, die am wenigsten Schaden drückt. Die du auch ständig nimmst, obwohl du es weißt. Weil ich mit den anderen nicht umgehen kann. Und weil ich einen Doppelsprung liebe. Okay. Here they come. Wo wir rechts gehalten. Hier kommt nichts mehr? Okay, hier kommt nichts mehr. Hier kommt nichts mehr. Ui, Kampfläufer. Rhino. Hat er mich vorbeigebracht. Bin aber dran. Kern? Okay. Ja, ich bin dran. So, down. Kampfläufer, meine Fresse. Hui, das war eine geile Idee. Ja, dreh dich ruhig. Du. Der Schwamm. Ah, da, der Schwamm, ja. Ja, ganz viel. Ich kriege. Na, der Kern nimmt langsam mehr Schaden. Und 5 von den Wackelköpfen. Ich hab mal den Slower. Mhm. Dann pack ich mal die Gatling. Ne, die Gatling hat. Ganze 116 Schaden gemacht. Ach ne, die macht 116 Schaden. Die hat insgesamt 4000 Schaden gemacht. Letzte Welle.
Jeder andere Turm hat in der letzten Welle viel, viel mehr Schaden gemacht. Naja. Ja gut, da ist halt eine Kampfläufe durchgekommen. Die Gatling steht halt scheiße. Gut, dann muss sie ja hier unten platzieren. Ja, passiert halt unten von hier aus. Hier unten, hier meinst unten du wo? Ja, hier in dem Bereich irgendwo. Das ist die einzigste Engstelle, die wir haben. Right. Meinetwegen auch da zum 6er-Pack mit rein. Na, das passt nicht. Da hast du eine viel zu kleine Range. Ich würde fast wirklich sagen, hier. Was vielleicht auch gut wäre, ist hier vom Kern zum Turm platzieren, der den Kern noch mit erwischt. Raketenturm oder so. Jo. Nee. Kriegt der? Ja, der kriegt einiges mit. Sehr gut. 21 nur. Ja, also, sehr gut. Du hast doch gerade Zahlen, meine Fresse. Ja, ich habe keine Ahnung, wer das kommt. Ja, weil der eine ja hier. Ach so, ja. Von den Minen. Genau. Wollen wir den Turm noch zu Ende? Ach, können wir gar nicht, aber ich kann dir noch alles reinpacken, was ich habe. Jo. So, und den einen Block. Wen soll ich. Wo soll ich abschirmen? Wo soll ich irgendwo einen Block platzieren? Hm. Oh Gott, ich hab eine Idee. Ja? Ja. Ah, jetzt laufen sie außen rum, das ist eine blöde Idee. Vielleicht unten noch. Dann laufen sie vielleicht wieder oben durch unsere Sechserbatterie. Also hier. Ja, dann macht aber meine Gatling wieder keinen Sinn. Ja. Die laufen eh hier oben rum. Machen eh keinen Unterschied. Sonst packst du halt in die Gauss noch, oder nee, Geld hast du gar nicht mehr, es geht jetzt nur um den Turm. Hoppala. So. Danke. Das werden wir eh noch verwenden, den Punkt. Da laufen Leute dran vorbei. Da können wir später noch einen Turm draufstellen. Ja. Ich bin bei Kriegern. Danke, ich hab die Wackelköpfe. Krieger ich mal zu den Kriegern, jo. Ja, brauchen wir mindestens zwei. Ja, ich meine, okay, die Wackelköpfe werden mich komplett einnehmen, weil ich einfach zu schlecht schieße für die. Die Waffe streut auch so unglaublich. Na komm. Er lauft durch mich durch, Wackelkopf, ist okay. Ist Luft für ihn. Ah, ich hab den Phoenix noch ganz schön. Sehr schön, oder? Und das? Weil ich nicht rausgenommen hab, ich mal greifen. Und weil ich jetzt so vom Respawn habe, ist auch noch ein leicht ein Buff dran. Wackelkopf. Ja, ich werde doch schon Leute verfolgt, die nicht ausschalten können. Meine Güte. Das wird gleich wirklich tatsächlich kritisch. Spucker. Yay, meine Lieblingsgegner. Aber das wird eine einfache Welle. Ein paar Spucker, ein paar Flieger. Ich gehe auf die Flieger. Ich versuche mal Wackelköpfe mitzumachen. Ja. Nee, ich das, gut. Das ist so. Ich treffe die zwar recht häufig, aber dafür mache ich nicht genug Schaden, um die in einem Burst wirklich kaputt zu kriegen. Und mit der Plasma-Waffe, aus irgendeinem Grund, mache ich. Mit der Plasma-Waffe, keine Ahnung.
Da ziehe ich auf denselben Fleck und mache denen keinen Schaden, obwohl ich eigentlich müsste. Das heißt, ich kann nur mit der Dings schießen und dafür macht die einfach zu wenig Schaden. Die Fliegerviecher sind gut, weil die fokussieren sich irgendwie am Ende alle auf mich. Die können sich einfach problemlos auf einen einzigen fokussieren. Deswegen finde ich es schöner, wenn die da hinten rauskämen, weil dann könnte ich die einfach zu mir locken und ein bisschen im Kreis tanzen. Aber naja. Trotzdem soll es sein, dass die außen drum rumlaufen. Ehrenentscheidung. Ja, nur dann ist halt hier der Drohnenturm völlig ab vom Schuss. Und der ganz abgeleitete Bereich eigentlich. Tja. Die laufen lang, wo sie lang laufen wollen. Da du hier eh keine feste Struktur aufbauen kannst. Und das echt keinen Unterschied macht. Macht's echt, ne? Nee, macht's auch nicht. Nur wie gesagt, so kann der Drohnenturm nicht dazukommen. Das heißt, den sollte man vielleicht auch immer umplatzieren. Ja, hier laufen ja hier, auch Viecher eben. Durch. Hier laufen Leute, hier laufen Viecher durch. Der Weg, der da ist, ist der theoretische Weg, den die gehen würden. Praktisch tun sie es aber nicht, weil sie einmal durch Agro irgendwie einen anderen Weg gehen und weil sie einfach keinen Bock haben zum Beispiel. Ja, nur hier liefen sie eben wirklich nicht durch, weil der nur Schaden gemacht hat in der letzten Runde. Wo? Wer? Der Drohnturm, der jetzt nicht mehr existiert, weil ich den jetzt hier vorne hinsetzen werde. Da liefen die durch, weil ich... Nein, da liefen die nicht durch. Zumindest hat er keinen Schaden machen können. Ja, das ist aber nicht meine Schuld. Die sind dann nämlich durchgelaufen. Das kann ich bestätigen, weil ich hinter einem hergelaufen bin. Lass mich zu Ende reden, bevor du deine Kommentare beendest. Niemals. Du meidest Konflikte nebenbei. Du kannst hier Drohnen platzieren. Vielleicht noch eine Gauss? Wie viel Schaden macht die hier? 17.000 gerade mal. Ja, es ist nicht so viel. Was ist denn der Raketenturm? Könnte noch ein Upgrade brauchen. Ach stimmt, den wollte ich upgraden ursprünglich. Der hat auch nicht so viel Schaden gemacht. Ja, da war ja nicht mehr so viel am Ende. Schon 12k. 46. 30 ist alles nicht wirklich viel. Der Platz hier ist gut, wo die Kanone steht. Kommt da vielleicht was anderes hin platzieren, was stärkeres. Was denn? Ich weiß nicht. Ja, oder wir lassen es da stehen. Wäre schön, wenn wir so einen Fokus schon hätten. Naja, gut. Ach, die war doch gar nicht Level 3, okay. Erklärt vielleicht so ein bisschen was. Ansonsten haben wir noch die Gauss. Ich hab soeben die Minen noch ein bisschen was overcharged. Okay. Weil die sind echt nützlich und hilfreich und nötig auch. Ja. So Minen, die einfach mal mit einer Explosion viel mehr Schaden machen als die Gauss, das ist schon geil. Du hast übrigens noch eine Plattform, Markus, sehe ich gerade. Ich habe keine Ahnung, wo ich den platzieren soll. Irgendwo auf einen von unserem Sechserpack da, von dem losen Pack bei den Sechsern. Da, wo Simon gerade rum ist. Oder eben doch da, okay. Ja, das ist ein Sechserpack, ne? Ah ja. Das lose Sechserpack? Egal. We've got work to do. Okay, ready. Ja. Oh Gott. Ich geh auf die Fliegeviecher. Dann guck ich mal am Spucker. Oder versuch's zumindest. Ja, die Fliegeviecher laufen da hinten rum, okay. Hallo, kümmert euch um mich, liebe Viecher. Ihre Nächste. Boah, ich mach aber gut Schaden an der. Ist wesen der jetzt schon hier. Ja. Das ist ein alter Spuckerkern gewesen. Okay. Was ist das mit den Wacklern? Und du machst dir nicht schön viel Schaden. Ja, zwei, drei Schritte haben wir geholt. Aber kommt das erst. Wow, ein Schuss hoch. Ja, eben. Da
Was glaubst du, warum ist das wirklich bei dir? Irgendwas habe ich gerade nicht verstanden. Okay. Das lief besser, würde ich sagen. Nee. Nicht wirklich, nee. Wobei. Hm. Der Kern hält sich eigentlich so ganz knapp immer auf seinem ähnlichen Leben. Es waren eben 1200 irgendwas, also doch, ist schon ein Stück weit besser gewesen. Es war über 1000. Naja, jetzt haben wir eine ganz entspannte Runde. Hast du letztes Mal auch schon gesagt. Das heißt nur, dass die nächste noch schlimmer wird. Na klar, Flieger und Schnorchel, das ist kein Problem, eigentlich. Das meine ich mit entspannt. Das heißt irgendwie nur, dass die nächste Runde gleich eine, Runde oder so, mit Zeitlimit. Ja, eine Zeitlimit-Runde wird, genau. Okay, dann also jetzt schon mal durchplanen. Ich gehe wieder auf die Fliegeviecher. ACP, ja, nein, vielleicht. Zu laut. Deswegen überlege ich hier gerade, wo wir das hin platzieren können. Rein theoretisch beim Slow macht es am meisten Sinn. Ich meine, die Minen müssen nicht zwangsweise da stehen. Die können wir also eigentlich woanders platzieren. Wenn du die aber wegnimmst, dann die spawnen die Minen, die von dem Turm gerade genommen wurden, wieder, ne? Ja, mach den Kanonenturm vielleicht weg. Ja, weiß ich, der macht gut Schaden. Er meinte den Raketenturm. Ne, die Kanonenturm. Das ist so schwer, Kanonenturm und Raketenturm auseinanderzuhalten, weil ich hier Raketenturm, Kanonenturm, ne? Gut, stimmt. Also der Raketenturm hier macht kaum Schaden, das stimmt. Ne, der macht eigentlich jede bei der ähnlich viel Schaden. Ja, aber 6000, wenn man vergleicht hier Kanonenturm, 15.000, 30.000, die Drohnen. Du mich auch. Du musst halt bedenken, der schießt die halt über die ganze Map, ne? Und der unterlädt langsam. Warum hast du eigentlich 720? Weil ich gerade den Kanonenturm aufgebaut habe. Ach so. Ich meine, der andere Raketenturm hier am Kern hat gerade 13.000 gemacht. Ich mach die Gas auf Max. Die hat ziemlich gut Schaden gemacht. Oh. Könnt ihr nur noch da hinstellen? Dann hat der die Range eher wirklich am Weg entlang. Könnte ich ja nicht hinstellen, aber theoretisch wäre dann kein schlechter Platz. Ansonsten, den ACP krieg ich allein nicht voll hoch. Trotzdem will ich ja noch irgendwas platzieren. Ich habe jetzt wieder ich habe keinen Platz vor mir, aber ich habe eben jetzt den Kanonenturm gebaut, ne? Ja, dann baue halt hier vielleicht irgendwie. Ich weiß es nicht. Von etwa da habe ich noch gerade weggenommen. Ja, da mitten oben ins Spielfeld reinzusetzen macht keinen Sinn. Da ist ja keine Engstelle übrigens. Ja, ich da etwa, wo du gerade standest, da wo Simon und so, da etwa stand der Kanonenturm ja gerade. Ja, da wo jetzt die ACP steht. Eben. Mhm. Und eigentlich hat das gut gepasst, weil der eine große Reichweite hat. Aber nur 6000 Schaden gemacht hat. Das wissen wir. Ich wollte dich nur noch mal dran erinnern. Denn egal wie gut er steht, wenn er keinen Schaden macht, nützt er uns nicht viel. Lass doch einfach mal mit Markus reden. Dann stell ihn doch hier zur Amt, dann macht er mehr Schaden. Jo. Aber wenn ich wechsle dich, das ist in Ordnung, jo. Dann dürfte sogar beide Lanes hier erwischen. Locker. Also die komplette Engstelle. Das ist locker. Ach, hier ist noch ein Platz, ja. Ja. Mhm. Der kriegt das hier locker hin. Wer ist denn upgraded? Weiß nicht, vielleicht da, wo du gerade stehst, dann kommt er vielleicht auch noch bis zum Kern. Kommt er nicht. Nee. Er kommt knapp ran, aber... Vielleicht so, wenn es wirklich ganz davor steht. Nee, noch weiter davor geht's ja nicht. Ja, doch, weil der Steinig ist im Kern. Okay. Sehr gut. Und nachher ist nur noch die ACP, die jetzt noch nicht voll ist. Oder wir bauen noch einen Turm. Müssen wir überlegen, welchen. Okay. Nebenbei wiederholst du dich ziemlich oft, weißt du das? Wieso? Jo, die hat halt nur 6000 Schaden gemacht. Ich weiß, die hat halt nur 6000 Schaden gemacht. Übrigens, ich wollte die ACP ist noch nicht voll.
Ach, weißt du, die alles verliert? Ich wollte dich nur dran erinnern, ich hab kein Goldfischgedächtnis. Du hast ja argumentiert, dass der gut stand. Auch mehrfach. So. Weil du... Ich hab das in verschiedenen Kontexten genannt. Finde ich auch.